Herzlich willkommen, liebe Community, liebe Fans da draußen. Pünktlich 10.30 Uhr am Kar-Samstag bin ich wieder hier, eure Sue von Body and Soul. Was habe ich euch heute mitgebracht? Heute eine Workout Explosion 60 mit dem groben Fokus Up and Down. Das heißt, ihr seht hinter mir auch schon, ich brauche eine Matte. Wir brauchen also heute nicht ganz so viel Platz. Für alle, die nicht so gern springen, freut's euch. Keine Jump-Übung dabei, dafür ganz viel Beine, Po, das sexy Core. Wie geht's denn euch noch und eurem Core? Ja? Ich hatte ein bisschen Strukturschäden jetzt von meiner Core Explosion von Donnerstag. Ich hoffe, euch geht's wieder gut. Und wir haben also Core, Bauch, Beine, Po und lasst euch einfach überraschen. Wichtig sei noch zu sagen, am Sonntag und am Ostermontag gehen wir nicht live. Dafür sind wir am Dienstag dreimal live. Und zwar um 11 Uhr, um 15.30 Uhr für die Youngstars und um 19 Uhr nochmal After Hours sozusagen mit mir. Und wir haben auch euren Wunsch gehört. Wir haben nächste Woche um 9.30 Uhr um 7.30 Uhr am Donnerstag. Man kann es nicht einfach rausschneiden, wenn man live ist, gell? Am Donnerstag um 7.30 Uhr eine Early Bird mit der Kathi. Und jetzt genug gebabbelt, wir fangen einfach an, wir zappeln uns warm. Ihr seht, ich probiere es nochmal. Einmal ist kein Mal. Also gebt mir als erstes ein Feedback für die Lautstärke der Musik und das Mikro und ich versuche euch nicht anzuschreien und wir probieren es einfach nochmal. Obligatorisch. Stell dich ganz aufgerichtet hin. Schulter nach hinten und wir starten. Schulterkreis, rück und rück. Ja, 60 Minuten Workout Explosion. Ganz kurz. Weit nach hinten ziehen. Lass dir Zeit. Steh stolz. Zieh die Mundwinkel hoch. Kar-Samstag. Tempo. Fokus ist mit euch dabei, das hintere Knie zum Boden
dann noch 15 Sekunden immer noch rechtes Bein führt. Ich arbeite heute mal nicht im Spiegel verkehrt. Ich habe mein rechtes Bein. Ich bin noch 4. Ich bin noch 3. Ich bin noch 2. Ab auf den Boden. Deine Best Push-Ups. Finger eng. Ellenbogen nach außen. Brüste zu den Händen. Lange Beine ohne gebeugte Beine. Ready, Team? 45 Sekunden. Dein Tempo. Oder wenn du sagst, du gehst ganz tief, aber du möchtest deine Knie ablegen, dann mach das. Ich gebe jetzt mal bewusst kein Tempo vor, sondern ich halte einfach nur im Kopf diese 45 Sekunden, damit du nicht zu lange arbeitest. Denk an immer nur zwei Runden. Erste Runde Diamonds Push-Up hast du schon. Noch 10 Sekunden. Und ich schau mal rüber, wer alles schon da ist. Sandra ist da. Guten Morgen. Die Nicole hat es pünktlich geschafft, sich umzuziehen. Sehr gut. Marlene und Emma. Hallo. Sehr gut. Steh auf. Komm mit mir nach oben. Schüttel deine Beine aus. Denk dran, wir haben nur zwei Runden. Rechtes Bein wieder. Dynamisch arbeiten. Körperlinke fest. Ich spann mal hier meine Fäuste vor den Körper. Rechtes Bein. Ich bin Hoch, tief, hoch. Wenn jemand von euch sagt, das ist nicht so leicht, dann streck doch mal deine Arme weit über den Kopf. Vielleicht hast du zu Hause zwei Wasserflaschen. Die kannst du wunderbar hier oben halten. Geht tief, hoch, mehr jetzt, 30 Sekunden. Are you ready? 10 Seconds. Bleib bei mir. Zieh durch. Und es sind nur diese 45 Sekunden. Und auch nur ein Zweisatz geben. Ja? Noch 4, noch 3. Ab zu den Diamond Push-Ups. It's a movie when I hit the club. Good. And all these girls showing out. And they showing love. It's a movie when I hit the club. And all these girls showing out. And they showing love. Auf geht's. Mann, nachdem ich weiß, wie viele Push-Ups die Leute haben, schone ich mich ein bisschen und gehe auf die Knie. Meine Ellenbogen ziehen nach außen. Bei allen Exercises, die wir euch geben, wenn meine Übung gar nicht geht, eine andere Übung machen. Wenn du abwandeln möchtest vom Level, tu das. Letzten 10 Sekunden. 10. 9. 8. Come on. Durchatmen. 4 noch. 4. 3. Beine ausschütteln. Erster Haken. Zweite Runde. Jetzt gibt's was Neues. Aufpassen. Rechtes Bein. Zurück. Wir bleiben aber auf dem rechten Bein, ja? Wichtig, das rechte Bein arbeitet weiter. Und dann meine neue Lieblingsübung für den Rücken. Beide Arme breit in U-Halte. Und wir gehen hoch, ab. Hoch, ab. Das ist so ein Trick, als möchtest du die schöne Bretter an die Wirbelsäule ziehen, wenn du unten liegst. Ready, Team? Rechtes Bein zurück. Komm. Und wir halten uns nur an unsere 45 Sekunden. Wir gehen in die maximale Tiefe, in den hinteren Knie. Wir drehen uns nach links. It's a movie when I hit the club. Man, all these girls showing out and they showing love. It's a movie when I hit the club. Man, all these girls showing out and they showing love. Deine letzten 8 Wiederholungen. 7. Eine Pause. Wenn ich sie mache, heißt für dich noch nicht Pause. Also weiter trainieren. Letzten 4. 4, 3, 2. Bremse in die Rückenlage. Arme breit ins U. Ja? Ich komme mal zu euch. So, Arme raus und hochdrücken. Ellenbogen leicht.
Letzten 15 Sekunden.
Perfekt zu dem guten Klassiker. Tief, hoch. Einatmen, ausatmen. Geh noch ein bisschen tiefer. Nicole, und denk dran, hinteres Knie tief. Technik trinken. Effizientes Bein trinken. Noch ein bisschen tiefer. So, jetzt gib mir die letzten 8 für euch an der Stelle. 8. Weiter. 7. 6. Schönes Workout am Kar-Samstagmorgen um 10.30 Uhr. Halte durch für 4. Und 3, 2, ab nach unten. So, jetzt gehen wir so rum. Oh!
7, alle 45 Sekunden geschafft. Standing up. Shake your legs. Beine ausschütteln. Hier noch. Achtung. Karate Kid. 4, 3, 2, 7, and up. Versuchst dich auf das äußere Bein abzusetzen und das linke Bein kriegt dadurch ein bisschen ein Stretch und dann drückst du dich wieder hoch. Wenn du sagst, es ist jetzt zu schnell, dann kannst du das Ganze auch etwas ruhiger machen, in einem etwas ruhigeren Tempo, ja? Ansonsten fühle dich frei für 10 Sekunden noch, für 8 Sekunden noch. Das rechte Bein ist noch gleich fertig. Noch ein bisschen größer. Jetzt rein.
Drinks. Are you ready? Finger. Das ist die Hand und die Armachse. Hüfte, Knie, Sprunggelenk ist die
Erstes Bein ist weg.
Dein Tempo. Und Nicole, falls deine 8 Kilo Kette
auch bei dir in der Nähe liegt, kannst du die gerne vor der Brust halten. Aber du weißt, tiefe Ausfallschritte und von ganz tief unten starten. Ich sehe es irgendwann. Ready? Letzten 10 Sekunden. Zieh durch. Zieh durch. Gleichmäßig an. Bremse rein. Jetzt kommt der Breakdancer. Rechte Schulter, bei mir ein bisschen stärker, die linke. Da wackel ich ein bisschen wie ein Kuhschwanz. Probiert mal aus mit mir. Ready? Ihr müsst auch gar nicht schnell sein. Dreh dich durch. Stabilisier dich. Versuche, dass Schulter, Handgelenk, Ellenbogen in einer Linie ist. Und 45 Sekunden ist anstrengend. Ich glaube, wenn ich mir das Video angucke, lache ich nur mich selber an der Stelle. Aber so ist es. Übung muss auch mal Spaß machen. Bremse rein, ihr Lieben. Erster Durchgang. Der hat noch ein bisschen was zu tun. 30 Sekunden, als kommt runter. Eieiei, wir starten mit 3 extra Exercises. Burpee ist das erste. Der Elefanti der zweite und der Breakdancer der dritte. Team, 4, 3, 2, go! Gib mir noch 10 Sekunden. Bremse, ihr habt noch 10. Ich atme durch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, sehr gut, 4, 3, 2, Burpee, Haken dran. Elefantis. Alle wieder da, durchgeatmet. Ready. Und los geht's. Das Gefühl, wo ich vorhin gesagt habe, klatscht mit der Hand auf den Popo, ist jetzt das Gefühl, mit deinem Knie fühlst du jemanden in den Allerwertesten. Letzten 8, come on, 7, noch 6, 5, noch 4, noch 3, noch 2, bremse rein. So. Mit dem Breakdancer. Danach dancen mit ja, 11:45, 45 Minuten. Fat Burnout. Easy, fast. Team, go! Aber das ist dein!
Thank you.
beide locker zu machen. Kein Stress, keine Hektik. Es geht um Spaß. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ihr habt da draußen aus Community. Danke für die Live.